Liebe Freunde, nach der schönen Einleitung muss ich aber etwas richtigstellen. Ich bin noch Mitglied der AfD. In meinem Wahlkreis hatte ich die meisten Stimmen und wurde als Direktkandidat der AfD in den Bundestag gewählt. Und als Dankeschön hat der Landesverband der AfD Sachsen-Anhalt ein Ausschlussverfahren gegen mich eingeleitet, welches in der vergangenen Woche am Montag im Schiedsgericht verhandelt wurde. Und das Schiedsgericht hat mir einen schönen Weg angeboten, aus der AfD rauszugehen. Sie haben gesagt, geh doch freiwillig, du verlierst dann nicht dein Gesicht. Und der Grund für den Ausschluss ist einzig und allein, weil ich aus der AfD-Fraktion als Fraktion rausgegangen bin und ein Sondervotum abgegeben habe gegen die NATO-Osterweiterung, während die AfD-Bundestagsfraktion mehrheitlich dafür gestimmt hat und Alexander Gauland vertreten hat die Meinung, dass man aus pragmatischen Gründen diese Osterweiterung begrüßen muss. Der Meinung war ich nicht und habe die Fraktion verlassen. Ich habe aber in dem Schiedsgerichtsverfahren in der Anhörung klar gesagt, ich trete aus der AfD nicht aus, weil ich auf der Basis des früheren Grundsatzprogramms, was sehr richtige Positionen zum Inhalt hat. Frieden gibt es nur mit Russland. Völkerverständigung, Friedenspolitik, das ist das AfD-Grundsatzprogramm und nicht das, was die Fraktion manchmal zelebriert. Das habe ich gesagt und gesagt, ich gehe natürlich nicht zurück, denn die Fraktion hat mich ein ganzes Jahr aufs Eis gelegt. Ich konnte im Bundestag kaum sprechen. Es fällt ja jedem auf, dass ich jetzt seit einigen Monaten als fraktionsloser Abgeordneter meine Meinung im Bundestag äußern kann, weil im Bundestag eine Satzung besteht, die mir dieses Recht einräumt. Das ist ein lebendiges Stück Demokratie, was es dort noch gibt. Und ich hoffe, dass das auch so bleibt. Denn ich werde jede Möglichkeit im Bundestag nutzen, denen den Spiegel vorzuhalten. Bei der CDU, bei der SPD, bei der FDP, bei den Grünen und bei den Linken. Schluss mit der NATO-Politik. Schluss mit der Aufrüstung. Schluss mit dem Sozialabbau. Wir wollen, dass die Interessen der arbeitenden Menschen berücksichtigt werden im Bundestag. Das ist das, was ich meiner Jugend gewollt habe. Und das will ich heute immer noch. Und ich werde immer gefragt, wie kann man denn was durchsetzen in diesem Land, wo die Demokratie aktiv bedroht ist, wo man hört, je mehr Waffen geliefert werden, schwere Waffen geliefert werden, je schneller geht der Krieg zu Ende. Andere Tollheiten. Jeden Tag wird neues, dummes Zeug erfunden von irgendwelchen Militärspezialisten, die öffentlich auftreten und erzählen, sie wüssten, wie es lang geht, wo es lang geht. Das kennen wir schon aus der Corona-Zeit, dass die Harlekins im Fernsehen dominiert haben, jeden Tag und Geschichten erzählt haben, die Impfung ist harmlos, das ist alles kein Problem und jetzt gibt es eine hohe Übersterblichkeit. Das war gelogen und alles, was von der NATO kommt, von den Engländern kommt, die nämlich den ganzen Psychokrieg durchführen. Fällt euch nicht auf, dass die ganzen Nachrichten über die Frontberichte in der Ukraine von Engländern gemacht werden? Dass das vom englischen Geheimdienst kommt, vom Geheimdienst der Ukraine kommt? Dass alles, was die Russen sagen, die Unwahrheit sein soll und was von dort kommt aus der Propagandamaschine, wird 1:1 übernommen. Am schlimmsten von der Bild-Zeitung. Man kann sich das überhaupt nicht mehr ansehen, was in unserem Fernsehen abläuft.
Darum fordere ich Schluss mit der Kriegspropaganda. Wisst ihr, warum diese Propaganda gemacht wird? Damit wir zahlen sollen. Den dreckigen Krieg dort sollen wir bezahlen. Die Amerikaner liefern die Waffen, die Engländer liefern Waffen, die Franzosen liefern Waffen, alle liefern sie Waffen dahin. Auch Deutschland liefert Waffen dahin. Leopards, ich kann nur sagen, mit Waffen hat man noch nie Frieden geschaffen. Jeder der Mensch, der stirbt, jeder Ukrainer, der dort stirbt, weil Selenskyj ihn in den Tod treibt, denn da werden jetzt Angriffe gemacht gegen Russland, obwohl man weiß, dass es eine Verteidigungslinie gibt. Und jeder, der was davon versteht, der weiß, hier verteidigen die Russen Territorium. Und hier greift die Ukraine an, weil sie will dieses Territorium erobern. Und sie will nicht nur dieses Territorium erobern, sie wollen auch die Krim erobern. Das steht in der Verfassung der Ukraine. Das hat Selenskyj dort reingebracht im März 2021. Seitdem ist das Ziel der Ukraine, die Krim zu erobern. Was steht dahinter? Dahinter steht, Russland soll geschwächt werden. Die Amerikaner wollen die Russen von der Krim vertreiben. Die Amerikaner wollen auf der Krim ihre eigene Militärbasis errichten. Als der Kosovo-Angriff war, als dieser Krieg war und die Amerikaner ihren völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen Serbien durchgeführt haben, blieb am Ende eine amerikanische Basis im Kosovo, die größte nämlich im Ausland für die USA. In Deutschland gibt es 40 amerikanische Militärbasen, die unser Land kontrollieren. Von hier aus in Ramstein wird der Kampf gegen Russland koordiniert. Dutzende Staaten nehmen da teil an den regelmäßigen Koordinierungsbesprechungen, wie viel Munition da jetzt hingeliefert wird. Und Selenskyj fordert immer, wenn was zugesagt wird, dann zigfache mehr. Immer neue Forderungen kommen. Leute, das muss gestoppt werden. Wir brauchen eine Friedensbewegung in allen Städten Deutschlands. Man muss auf die Straße gehen und darf nicht darin nachlassen. Denn kein Satz ist falscher als der, je mehr Waffen, je eher ist der Krieg zu Ende. Nein, es sterben jeden Tag weiter hunderte Menschen in einem Krieg, der gar nicht sein müsste. Schon im letzten Jahr hätte hier ein Friedensschluss sein können. Den hat die NATO verhindert. Da gab es schon ein erstes Verhandlungspapier, wo man sich einigen hätte können, dass vor die Grenzen wieder zurückgehen und dass der Ukraine neutral bleibt. Das war schon vorgesprochen. Das wollte die NATO mit allen Mitteln verhindern und sie hat es verhindert und Selenskyj hat es verhindert. Und warum kämpft so sehr Selenskyj darum, dass die Menschen alle in den Krieg hineingezogen werden? Ich kann es euch genau sagen. Wenn ein Friedensschluss kommt, ist er weg vom Fenster. Solange der Krieg währt und wenn der immer weiter geführt wird, solange wird er keine Wahlen in seinem Land zulassen. Oder glaubt ihr, dass der in der Ukraine nochmal wiedergewählt wird, nachdem der 60-jährige Leute einzieht, auf offener Straße verhaften lässt oder in die Front schickt? Das wird nicht passieren. Und das weiß er ganz genau. Und deswegen hat er die nächsten Wahlen, die jetzt anstehen würden, abgesagt. Und die finden dann erst statt, wenn der Krieg zu Ende ist. Aber dieser Krieg, der geht ja gar nicht zu Ende. Guckt euch die Strack-Zimmermann an. Guckt euch die Baerbock an. Die Strack-Zimmermann ist Lobbyistin für Rheinmetall. Und wisst ihr, wem Rheinmetall gehört? Zu 20% Aktienanteil der amerikanischen Firma BlackRock. Die halten die Aktien.
Wer verdient denn an dem Ukraine-Krieg? Wem gehört überhaupt die Ukraine? Die ganze Landwirtschaft in der Ukraine, das sind 3 amerikanische Großkonzerne, die das ganze Land dort haben. Die USA machen nichts umsonst. Die investieren und rechnen immer, was kommt dabei raus. Und sie haben genau gerechnet. Das Konzept der USA geht auf. Sie liefern ihre Waffen. Und wir, Idioten in Deutschland, sollen die bezahlen. Und auch die EU soll diese Waffen bezahlen. Das ist die Lastenteilung made in USA. Das geht gar nicht. Und dann haben sie die Pipelines in die Luft gehen lassen. Da gibt es interessante Theorien, die sind nicht, die kann man nie beweisen, weil wir nicht wissen, was da passiert ist, aber dass die Amerikaner diese Pipelines beseitigt haben, das hat der Biden ja angekündigt. So blöd war er ja. Wir wissen das. Und deswegen wird bei uns der Energiepreis immer teurer. Und die Vollstrecker amerikanischer Politik, das sind die Grünen in unserem Land. Das ist die gefährlichste Partei in unserem Land, die voll auf einen Rüstungskurs eingeschwenkt ist. Keine Stimme mehr für die Grünen. Die tun alles, damit unser Land in diesen Krieg hineingezogen wird. Und darum sage ich, ich muss ja dran denken an die Zeit, aber ich sage eins, klipp und klar. Leute, lasst euch keinen Sand in die Augen streuen. Dieser Krieg wird nur zu Ende gehen, wenn die Völker dieses nicht mehr bezahlen wollen, weil sie es nicht mehr können. Wir haben eine galoppierende Inflation. Ihr könnt 3-mal raten, woher die kommt, weil die EZB aus dem Gelddrucken nicht mehr rauskommt und immer mehr Inflation gemacht wird. Darum wird alles teurer. Darum haben wir eine galoppierende Inflation. Die Amerikaner werben unsere Firmen ab. Sie zerstören unseren Mittelstand. Viele unserer Firmen überlegen jetzt, nach USA zu gehen. Das muss verhindert werden. Und deswegen sage ich euch, die USA müssen raus hier. Die sind nicht unser Schutz. Wenn wir in Frieden leben wollen, dann müssen wir eins uns klar machen. Dann brauchen wir ein friedliches Verhältnis zu allen unseren Nachbarn. Und einer dieser Nachbarn, einer der wichtigsten, die uns eigentlich nie enttäuscht haben, das war Russland. Die haben das Gas immer geliefert. Die Pipelines müssen wieder aufgemacht werden. Nur eine. Die anderen sind in dem Eimer. Die kann man nicht mehr holen. Aber der vierte Strang, der ist wiederholbar. Und wenn wir im Winter wieder an Gasmangel leiden, und der wird jetzt wirklich kommen, das ist das Problem. Die Leute sind ja alle zufriedengestellt. Die Ampel hat jede Menge Helikoptergeld in der Bevölkerung verteilt, um alle ruhig zu stellen. Wir werden sehen, dass die Sanktionen nur in eine Richtung wirken. In Russland ist die Wachstumsrate für das Bruttoinlandsprodukt, ihr habt mich richtig verstanden, die Wachstumsrate 1,4%, die Prognose. In Deutschland herrscht Rezession, das heißt Rückgang. Das haben die USA gewollt. Deutschland und Europa zu schwächen, damit sie gestärkt werden. Und warum machen die USA das? Alles aus purer Berechnung. Jetzt sind wir abhängig von deren Öl- und Gaslieferungen. Und das kostet 3-mal so viel. Und die Grünen machen ihren CO2-Schwachsinn weiter, der die Welt nicht retten kann. Und der am Ende nur dazu führt, dass unsere Taschen alle ausgeräubert werden. Ihr seht es an jeder Tankstelle. Ihr seht es auch wieder, dass die Preise anziehen langsam. Und im Winter kommt das erst recht. Darum sage ich am Ende, Zelensky verteidigt nicht die westlichen Werte. Der hat seine Opposition komplett verboten. Der hat den Patriarchen aus Kiew verhaften lassen. Der verfolgt die Kirche in seinem Land, weil die russisch-orthodox orientiert ist. Jeder, der mit Russland zusammenarbeitet, wird bedroht, teilweise mit seinem Leben bedroht.
Das ist Zelensky und das soll die Vorbildfunktion der Demokratie sein, die er verkörpert. Das Gegenteil ist der Fall. Wir wollen in Deutschland niemals eine Diktatur haben. Wir wollen auch keinen Zelensky als Präsident haben und wir wollen keine Politiker haben, die nur lügen, solange sie ihren Mund aufmachen und den Leuten immer die Wahrheit verweigern. Und deswegen sage ich zum Schluss, setzt euch in eurem Bekanntenkreis überall dafür ein, dass diese Fragen ruhig diskutiert werden. Denn die Hetze gegen Russland, die wird langsam unerträglich. Und das ist nur ein Vorspiel. Wenn Russland fällt, was ich nicht glaube, Russland wird nicht fallen. Die amerikanischen Pläne gegen Russland werden nicht aufgehen. Aber jetzt ist schon klar, wo die Amerikaner hinwollen. Die wollen jetzt den Kampf gegen China organisieren. China ist ihr Hauptgegner in Zukunft. Jetzt sind sie schon dabei, Restriktionen im Handel mit China zu machen. Überall in der EU haben sie ihre Leute sitzen. Die von der Leyen macht nichts anderes als das, was die Amis wollen. Da fließt unser Geld hin aus Deutschland. Dagegen müssen wir uns wehren. Wir lassen uns niemals in den ganz großen Krieg hineinziehen. Und ich werde in den nächsten Wochen, wenn das die Gelegenheit geben wird, dem Pistorius sagen, der wurde so gefeiert, als der Verteidigungsminister wurde. Da werde ich ihm sagen, stellen Sie sich mal vor, Herr Pistorius, vor 50 Jahren in der Friedensbewegung, da wussten wir schon, was passiert, wenn Sie zum Krieg aufrufen und die Deutschen sagen, keiner geht dorthin. Sie wollen 5000 Mann an der Ostfront stationieren. Der kriegt die gar nicht zusammen. Stellen Sie sich mal vor, die wollen das nicht. Unsere deutschen Jungs wollen nicht in den Krieg ziehen. Und Sie haben recht. Wofür denn? Für die Regierung? Das geht doch gar nicht. Jeder hat seinen Kopf zum Denken. Und bei uns hat man das Recht, solche Dinge auch zu verweigern. Und dieses Recht muss man auch ausschöpfen. Damit komme ich zum Schluss. Ich sage nur eins, die Pläne, die die Amerikaner haben, die werden sicherlich nicht aufgehen. Und wir werden schon sehen, dass sich bei den nächsten Wahlen in den USA was verändert. Ich muss noch, denn die Republikaner werden schwer haben, den Bidenschen Kriegskurs einfach fortzusetzen. Glaubt ja nicht, dass die Masse der Amerikaner das will. Die wollen dafür auch nichts mehr bezahlen. Dort gibt es auch Armut im Land. Es ist nämlich so, Russland kriegen sie nicht ganz klein. Aber selber machen sie ihre eigenen Verbündeten klein, damit sie dort das Geld abziehen können, um ihre Wirtschaft wieder zu retten. Ich muss an der Stelle Schluss machen. Zur Währungspolitik sage ich nichts, aber ein Wort sage ich noch zur AfD. Jetzt war der Parteitag, den die AfD gemacht hat. Und ich habe am Ende vergeblich versucht festzustellen, dass die AfD sagt, wir müssen raus aus der NATO. Hat sie nicht gesagt. Der Spitzenkandidat hat es auch nicht gesagt. Dass die AfD sagt, wir müssen raus aus der Europäischen Gemeinschaft. Denn die Europäische Gemeinschaft, die nimmt unser Geld zusammen und gibt es für Unsinn aus. Auch das ist nicht gesagt worden. Leute, wir haben unseren Kopf zum Denken und ich werde demnächst sehr parteilos sein. Davon gehe ich aus, das Schiedsgericht wird mich ausschließen. Aber eins könnt ihr mit Sicherheit mitnehmen. Ich werde auch in Zukunft meine Meinung zu allen Parteien in diesem Bundestag sagen. Denn ich halte meine Schnauze erst dann, wenn ich nicht mehr kann. So. Danke.